So, Mahlzeit und herzlich willkommen zum Pressegespräch vor dem morgigen Heimspiel gegen den WRC. Mittlerweile knapp 7000 Tickets abgesetzt für das Spiel. Und aufgrund der guten Wettervorhersage hoffen wir natürlich noch auf auch verdienen natürlich. Rund um dieses Spiel wieder, wie gesagt, immer ein paar organisatorische Infos vorab von mir. Wir haben wieder eine Schulaktion. Knapp 900 Schüler sind bereits für morgen angemeldet und ist damit auch ausgebucht. Zeigt, dass wir auch bei den Jungen nach wie vor sehr weit vorne liegen und boomen, und das freut uns natürlich sehr. Ebenso bei den Studenten. Wir haben auch eine eigene Studentenaktion ins Leben gerufen, schon beim letzten Heimspiel und auch für die kommenden beiden Heimspiele. Wieder eine Studentenaktion, das heißt, wenn Studenten ein Formular bei uns zum Download auf der Website ausfüllen, bekommen sie 2 Tickets und müssen nur eines bezahlen. Ja, wir haben dann auch in den Unterlagen bereits drinnen, dass wir nächste Woche, hat der Thorsten Fink ein Testspiel eingeschoben, wir spielen am Mittwochnachmittag um 15 Uhr gegen Wiener Neustadt. Ich denke, hier bei uns in der Generalarena, ursprünglich war Akademie geplant, aber dort wird gespielt. Deswegen werden wir hier ausweichen auf die Generalarena. Besonders erfreulich ist auch, dass wir jetzt endlich die Ehrung für Helmut Kögelberger nachholen können zum 70. Geburtstag. Die haben wir schon im Februar anberaumt gehabt. Damals ist aber leider eine kurzfristige Krankheit dazugekommen. Wir können das jetzt morgen endgültig nachholen. Er wird vor dem Anspiel geehrt und bekommt eben eine Kleinigkeit, ein kleines Geschenk überreicht für seinen 70er. Was uns besonders freut natürlich auch, ist unsere Aktion Veilchen helfen Veilchen. Da haben wir einen jungen Austrianer gefunden, der 7 Jahre ist und leider seit seiner Geburt, in der Presseunterlage ist das bitte falsch drinnen, da haben wir geschrieben, dass die Mama was hatte, aber er hatte bei seiner Geburt Gehirnblutung und seitdem ist er leider an den Rollstuhl gefesselt und er hat jetzt die Möglichkeit auf eine Therapie, die aber sehr viel Geld kostet, und da haben wir uns gedacht, wir wollen alle zusammenhelfen als Austria-Familie und ihn unterstützen, haben einen Spendenaufruf gestartet über unsere Website und die Social Medias, und binnen 3 Tagen hat die Austria-Familie bereits mehr als 1.900 Euro dafür gespendet. Ich denke, das ist ein großartiges Zeichen und zeigt auch, wie eng die Austria-Familie zusammenhält in schwierigen Zeiten. Ja, und last but not least, den Trainer freut es natürlich nicht, aber Larry Coyote ist gesperrt für morgen. Aber des einen Freude ist des anderen, des einen Leid ist des anderen Freude, weil dadurch kommen die Fans in den Genuss von Larry. Er wird morgen ab 14.30 Uhr im Get Violett für Interview, Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen. Damit darf ich schon den Trainer weiterleiten, bitte für die sportlichen News. Thorsten Fink, bitte. Ja. Gut, wir schauen natürlich sofort auf das Spiel morgen gegen den WRC. Wir wissen, dass da eine Mannschaft kommt, die seit dem Trainerwechsel einen anderen Charakter in der Mannschaft hat, die sicherlich sehr positive positive letzte Wochen und Monate spielt seitdem. Und da sind wir natürlich auf der Hut. Wir haben großen Respekt, aber wie in einer Zeitung steht, wir haben noch lange nicht Angst vor dem WRC. Wir sind zu Hause, wir sind die Austria Wien. Wir spielen punktemäßig eine sehr, sehr gute Saison und schauen auf dieses Spiel zu Hause, dass wir dieses Spiel gewinnen. Wir wissen, dass wir auch Spiele drehen können, wie gegen Ried, dass wir dann auch Geduld brauchen. Wenn es mit Geduld nicht reicht, dass wir dann auch richtig Druck machen können. Das haben wir gezeigt gegen Ried. Wir haben gegen Sturm Graz für mich die beste Abwehrleistung aus dem Spiel heraus gezeigt. Ich glaube, wir haben aus dem Spiel heraus nicht eine Chance zugelassen. Jeder hat gezeigt, dass er Sturm Graz auf Abstand halten will und auch gewinnen will. Ich denke, klar sehen konnte. Und das Gleiche möchte ich natürlich sehen morgen gegen den WRC. Vorhin habe ich noch die Nachricht bekommen, dass Kevin Friesenbichler krank geworden ist. Das heißt, auch Coyote, der unberechtigterweise eine gelbe Karte bekommen hat, weil ihm der Ball ja an die Hand gesprungen ist, der fehlt uns. Auch Kevin Friesenbichler fehlt uns dann. Und wir haben ja auch einen dritten hervorragenden Stürmer mit Kwasina. Ich denke, dass er da sein wird, dass er auch jetzt viel mitgenommen hat und gelernt hat in seinem jungen Alter und der alle physischen Voraussetzungen dazu hat, um uns auch weiterzuhelfen morgen. Und alles andere, schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht, können wir danach besprechen.
Danke, Trainer. Franz Wohlfahrt, ich darf dir gleich dich auch noch bitten um einen. Ja, möchte nur ganz kurz vielleicht wiederholen, dass wir morgen gegen den WRC spielen, die mit 12 Punkten kommen aus den letzten 6 Spielen. Also eine Bilanz für WRC, die hervorragend ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir gegen einen von Selbstvertrauen gestärkten Gegner spielen werden. Das ist auch klar. Für uns zählt eines, also auch als Verein natürlich, Absichern des Europacup-Platzes. Das ist klar, das ist unser erklärtes Ziel. Wenn wir das abgesichert haben, das wird noch ein bisschen dauern, weil das haben wir noch nicht, dann können wir über alle anderen Sachen auch sprechen. Das heißt, für uns ist ganz klar, Punkte sammeln und das sichern, was für uns notwendig sein wird, Europacup-Platz für die neue Saison. Dankeschön, meine Herren. Ergänzend vielleicht noch zur Kevin-Geschichte von vorher. Wir haben morgen natürlich auch im Getty-Olet eine Spendenbox aufgestellt, wo man auch Stadionbesucher gerne davor einen kleinen Beitrag leisten können, um die Therapie für den Kevin finanzieren zu können, die in diese Box im Shop morgen. So, danke. Da die PK wieder live gestreamt wird, haben wir hier eine nette Dame, die mit dem Mikro herumlaufen wird und wenn es Fragen gibt, bitte schön warten, bis das Mikro da ist. Bitte, Johannes. Also ich glaube, ich das dann richtig verstanden, dass Kwasner morgen von Beginn an gespielt wird, oder ist auch eine Überlegung gewesen, mit Wargon vielleicht vorne falsche Neun? Nee, also, ja gut, überlegen tue ich alles, was könnte am besten sein gegen diese Mannschaft. Ich glaube, dass wir noch einen Kopfballstarken-Spieler mit ins Spiel bringen, bei Standardsituationen, defensiv wie offensiv. Und ich glaube, dass wir diese jungen Spieler auch haben, um in solche Situationen da zu sein. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und da müssten wir ihn abgeben. Und von daher finde ich, quasi in der Trainierhervorragend zeigt eine Top-Einstellung und zeigt alle Anlagen, die man haben muss, um uns auch weiterzuhelfen, falls im Moment diese Leute ausfallen und falls er in der Zukunft auch da sein wird. Also ich denke, dass er da der richtige Spieler ist jetzt. Eine weitere Frage hätte ich noch. Voigtler, der ist wieder einige Trainingseinheiten. Ja. Wie hat Folge gemacht? Wie ist sein Zustand? Top da? Ja, nach seiner Verletzung habe ich in dieser Woche jetzt das erste Mal das Gefühl, dass er wieder dabei sein kann. Also er wird mit in den Kader rutschen. Von Beginn an möchte ich jetzt auch nichts wechseln, weil die Mannschaft hat 3 Spiele nicht verloren. Auch mit dem Graz-Spiel, ein 1-1 in Graz war immer vor der Saison ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und manchmal lese ich, dass es doch nicht so gut war. Ich denke, dass es natürlich, wenn man 1-0 führt, dann will man auch gewinnen. Aber ich denke, auswärts beim Konkurrenten 1-1 zu spielen mit einer guten Leistung war gut. Und deswegen gibt es keinen Grund, dort was zu wechseln. Alexander Strecher, Kurier bitte, hier rechts. Du hast gesagt, der WRC hat einen neuen Charakter seit dem Trainerwechsel. Ja. Das ist genau anders. Wie spielen Sie jetzt neu? Also ist jetzt nicht gegen den alten Trainer, sondern für den neuen, der neuen Spirit reingebracht hat. Das sollte hoffentlich auch so rüberkommen. Ja, man sieht, dass sie an sich glauben und dass sie ein Teamwork haben im Moment. Es ist ja oftmals so, wenn mal der Trainer gewechselt wird, kann der neue Trainer ja neue Dinge bewirken. Deswegen wechselt ja der Verein auch. Trotzdem, wie gesagt, der alte Trainer hat ja auch hervorragende Arbeit vorher gezeigt. Das hat man ja gesehen. Europa League gekommen. Aber wie gesagt, manchmal braucht die Mannschaft eine Veränderung. In diesem Fall hat es mal gut getan. Und das ist ja oft so, dass der Glaube Dinge und Berge versetzt. Und bei dieser Mannschaft hat es im Moment den Anschein. Trotzdem, ich habe Ihnen ja gesagt, wir haben keine Angst vor dem WRC. Wir respektieren jeden Gegner. Aber wie gesagt, es kommt nicht der FC Barcelona und es kommt auch nicht eine Viertligamannschaft, die man auch respektiert, sondern es kommt ja eine Mannschaft, die in der Rückrunde, glaube ich, mit die beste Mannschaft ist, ich glaube, zweitbeste. Von daher sind wir auf der Hut, aber wir wollen unsere Stärken einbringen und haben auch noch was gut zu machen. Ich habe auch in WRC noch ein bisschen Erinnerung, dass ich so viele Stimmen von hinten gehört habe, die neben mir an der Bank waren. Ich glaube, es kam vom Vorstand von WRC, da haben wir noch einiges gut zu machen. Ich werde meine Mannschaft heiß machen und schauen, dass wir das Spiel gewinnen. Zwar ist der dritte Platz ist nicht abgesichert, aber es schaut gut aus. Ja. Kann man trotzdem sagen, wie weit die Planungen jetzt in Richtung nächste Saison, eben es geht ja um den Europacup, dann
Also im Hintergrund laufen, kann man das schon irgendwie verraten? Ja, die Planungen laufen stark. Das ist klar, wir hatten auch letzte Woche, was für uns sehr wichtig ist natürlich auch für die sportliche Planung, die Budgetsitzung mit meinem Finanzvorstand, mit Markus Kretschmer. Und natürlich müssen wir uns an diese Richtlinien auch halten, was die neue Mannschaft betrifft. Es gibt klare Vorgaben, was die Zahlen betrifft. Und nach dem können wir uns strecken und nach dem können wir dann auch möglicherweise neue Ziele im neuen Jahr aussetzen und mal schauen. Wir sind natürlich sehr, sehr viel unterwegs und wollen nicht den kompletten Umbruch, weil den hatten wir letztes Jahr, sondern wollen natürlich vielleicht, wenn es gelingt, wenn es in den wirtschaftlichen Rahmen passt, punktuell die eine oder andere Position verstärken. Und wenn ich sage verstärken, dann ist das natürlich, hat das immer ein bisschen mit Geld zu tun. Und da muss man schauen, ob es machbar ist, sage ich jetzt einmal. Aber wir haben viele, viele Spiele gesehen, viele Spieler gesehen und sind ganz gut dabei, dass wir dann auch gut aufgestellt sind. Welches Ziel dann auszugeben ist, das schauen wir dann weiter. Aber vorerst ist natürlich hundertprozentig wichtig, dass wir das erreichen, weil es für den Verein, das weiß die Mannschaft auch, sehr, sehr wichtig ist, nächstes Jahr international zu spielen. Generell lassen diese Zahlen, die du bekommen hast, dir einen gewissen Spielraum oder fühlst du dich komplett eingeengt? Ich fühle mich nur eingeengt, wenn ich Kleider vom Frühjahr anziehe oder Hosen. Dann ist es etwas eingeengt. Nein, über das jetzt in der Öffentlichkeit zu sprechen, wäre nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt, wir müssen natürlich gut haushalten, das ist klar. Es gibt ja Möglichkeiten auch bei den bestehenden Verträgen, bei den Optionsmöglichkeiten nachzuarbeiten, das ist auch klar. Und ja, mal schauen, dass es dann auf die Summe kommt, die im Moment möglich ist. Aber es wird ja auch wahrscheinlich die ein oder andere Transfergeschichten geben, sowohl abgeben als auch dann einholen. Aber das ist, wie gesagt, das wird sich jetzt erst einmal vorentscheiden und die entscheidenden Phasen sind dann ein bisschen später. Du? Bitte links rüber. Peter, bitte. Weil zuvor so viel von Verletzungen gesprochen worden ist, besteht eigentlich eine gewisse Aussicht, dass irgendwann in absehbarer Zeit die Verletzung von Ronny Waldo noch aushält oder schaut es nicht gut aus? Ja, im Moment schaut es nicht gut aus, muss es ja klar so sagen. Also, wenn einer so lange verletzt ist und er kommt nicht wieder, dann... Dauert eine Schambeinentzündung so lange oder... Ich weiß nicht, ob es nur eine Schambeinentzündung war. Ich meine, man hat ihn ja operiert damals, da war ich aber noch nicht hier. Es war wohl nicht so eine einfache Sache. Sowas... kann unter Umständen auch Invalidität bedeuten. Also muss man schon mit rechnen. Also er kann sich schon da auf was gefasst machen. Man muss ja auch das mit einbeziehen. Aber wie gesagt, in dieser Saison planen wir nicht mehr mit ihm. Und dann müssen wir schauen, was passiert. Ob es irgendwo noch ein Wunderheiler herkommt, der das auch schaffen kann. Also wie gesagt, wir haben ja alles schon probiert. Wir sind ja keine Deppen. Wir haben ja schon überall den Jungen hingeschickt. Vielleicht noch zur Ergänzung. Alex Gorgon hatte in seiner Zeit bei den Amateuren eine ähnliche Geschichte und hat damals 2 Jahre gebraucht. Dafür hat aber vom Club die volle Unterstützung bekommen, genauso wie der Ronny jetzt vom Club jede erdenkliche Unterstützung bekommt und jede Therapieform, die möglich ist und machbar ist. Zuletzt vor 2 Wochen wurden Nervenfasern verödet in diesem Bereich, um einfach die Schmerzen auch zu nehmen. Er hat ganz gut angesprochen darauf, aber allerdings der Trainer hat es gesagt, er hat über ein Jahr nicht gespielt und nicht trainiert. Und das dauert natürlich seine Zeit. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen, bitte? Thomas Schrenk, APA, bitte. Ich kann eine Frage abseits des Spiels. Weil am Dienstag die Kader bekannt gerade war vom letzten Jahr. Die Austria hat sich erfreuen, da steht der Robert Alm ist mit dabei. Ansonsten ist aber aus der Bundesliga jetzt niemand zu wechseln. Glauben Sie, ist das aufgrund des fallenden Niveauunterschieds jetzt mit den deutschen Ligen mehr? Ja,
Also ich glaube schon, dass der eine oder andere von unserer Mannschaft auch mal verdient hätte, eingeladen zu werden. Das ist, bin ich hundertprozentig sicher, weil es gibt andere, die nur auf der oder keine Stammspieler sind und eingeladen werden. Auch nicht nur deutsche Spieler, also Österreicher, die in Deutschland spielen. Und von daher, glaube ich, zeigen bei uns viele Spieler konstant gute Leistungen. Aber das ist, wie gesagt, die Sache des Nationaltrainers. Aber nochmal, meine Jungs spielen eine gute Saison und ich glaube, der eine oder andere in einem guten Alter hätte auch mal es verdient, mal mitgenommen zu werden, im Freundschaftsspielen zumindest mal. Aber wir haben ja auch 4 Spieler in der U21 und einen 5. auf Abruf. Ich möchte da auch einmal ganz kurz was sagen, weil das wieder etwas negativ hingestellt wird, fallendes Niveau. Da müssen wir schon seit 6 Jahren ein fallendes Niveau haben, weil seit 6 Jahren die Nationalmannschaft zu 90% aus Spielern zusammengestellt ist, die im Ausland spielen und zwar bei guten Clubs spielen und großartige Leistungen bringen im internationalen Fußball. Das jetzt auf jetzt ein momentanes sinkendes Niveau, das ist negativ. Ich finde es positiv, absolut positiv, dass es uns geglückt ist, nämlich allen österreichischen Vereinen diese Spieler auszubilden, die jetzt im Ausland spielen, bei internationalen Vereinen großartige Rolle spielen und jetzt in den Genuss ihrer Karriere kommen. Ausgebildet sind sie in Österreich geworden. Ja, das heißt, ich sehe das absolut positiv. Das sehe ich auch positiv. Ja. Auch von meiner Mannschaft würde ich gerne mal einsehen. Ja, vielleicht wird das in weiterer Folge auch, und das ist ja auch irgendwo der Sinn, dass wir daran arbeiten, dass wir so wie jetzt auch für nächste Saison wieder 2 Spieler aus den eigenen Reihen in den Profikader holen mit neuen Verträgen, hoffe ich. Sie sind noch nicht unterschrieben, aber es ist angeboten geworden, dass wir da wieder rausfiltern und dann früher oder später, vielleicht ein bisschen früher, dann wieder den einen oder anderen Namen in eine große Liga zu bringen. Ja, also ich sehe das als unseren Auftrag. Ja. Neben dem, dass wir hier auch natürlich in Österreich gute Leistungen bringen. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine mehr. Gut, dann bedanken wir uns und wünschen auch guten Appetit am Buffet und einen schönen Freitag noch und bis morgen. Danke. Mahlzeit, Dankeschön.